Hallo auf unserem Kanal Vagabunden die Camper. Ich bin der Stefan, jetzt im Moment noch ohne Sabine und heute geht es los. Wir haben heute grünen Donnerstag und wir wollen jetzt über Ostern und dann noch ein paar Tage länger, wollen wir tatsächlich das erste Mal mit dem Wohnwagen jetzt richtig in Urlaub fahren. Und das war ein bisschen chaotisch. Warum? Zeige ich euch jetzt gleich mal. Wir gehen erstmal zum Wohnwagen und dann drehe ich das mal um. Dann könnt ihr mal sehen, wie das im Moment da aussieht. Immer noch nach wie vor ein bisschen chaotisch. Und da ist Sabine. Ist organisiertes Chaos, nennt man sowas. Okay, gut. Also es sieht jetzt auch nicht mehr so schlimm aus. Sabine hat schon mächtig gewirkt. Ich hatte wieder mal ein Mikrofon vergessen und deswegen muss sie nochmal zurückfahren. Und in der Zeit hat sie mächtig gewirkt, aber ist nicht ganz so, wie wir es sonst normalerweise gewohnt sind, ne? Nee, da haben wir schon ein bisschen mehr Planung. Ja, War dann normalerweise, echt kurzfristig, ja. wir planen normalerweise unsere Urlaube deutlich länger, aber jetzt, wir hatten privat unfassbar viel zu tun. Beruflich hatte ich dann auch noch viel zu tun. Und Resultat war dann letztendlich, dass wir jetzt relativ kurzfristig in den Urlaub fahren. Und also wie gesagt, normalerweise planen wir alles relativ lange und relativ akribisch. Und diesmal wird es relativ kurzfristig passieren. Wir haben einen Campingplatz in Holland gebucht. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir sind wieder über den SVR gegangen. Der SVR ist ja diese Stiftung in den Niederlanden. Ich blende euch auch mal so ein Bild ein von einem so einem Video, was wir darüber gedreht haben, weil wir finden das eigentlich eine ganz gute Idee. Und der heißt Meulenberg und oder de Meulenberg. Ist ungefähr roundabout knapp über 300 Kilometer von uns entfernt. Das ist jetzt nicht unbedingt die Welt. Und da möchten wir gerne hinfahren. Da freuen wir uns auch schon richtig drauf. Der sieht gut aus und einfach mal ein paar Tage rauskommen. Auf Ne? jeden Fall. Und was sagst du zum Wetter? Wetter phänomenal. Also in Deutschland wie in den Niederlanden genauso. Ja. Aber wir machen das Beste draus. Wir sind ja keine schönen Wettercamper. Also zumindest nicht nur. Okay, das ist richtig. Und zum Thema Schönwettercamper, was haben wir denn für Vorzelt dabei? Gar keins. Wir haben ein Sonnensegel dabei, in der Hoffnung, dass die Sonne kommt. Ja, wir haben uns ja tatsächlich das Dometic Sunroof oder wie auch immer das Ding heißt. Ja, irgendwie so. Also ich blende euch das auch da nochmal ein. Vor allen Dingen, wir wollen Das es ja. ist schon zu lange da liegen. Das wissen wir schon gar nicht mehr, wie das heißt. Das ist wahr. Wir sind aber nicht dazu gekommen, das auszuprobieren. Und jetzt, wenn wir in Holland sind, haben wir uns vorgenommen, wir bauen mal kein Wohnmobil. Kein Wohnmobil, meine Herren. Dann sieht man, ich bin echt im Stress. Wir bauen natürlich auch kein Wir Wohnmobil brauchen auf. Urlaub. Merkt ihr? Ja. Also unser Wohnwagen wird jetzt zum Wohnmobil. Ja, also wir bauen kein Vorzelt auf, sondern wir haben uns ja so ein Sonnensegel von Dometic geholt, was mit Luft ist. Und das wollen wir euch auch gerne vorstellen und das werden wir euch auch vorstellen. Ich hoffe, dass das Wetter mal zwischendurch so ist, dass wir es aufbauen können. Aber das war nicht Dometic. Das stimmt. Das ist ja Wir von haben es ja nicht für Dometic oh entschieden. Mann. Also an der Stelle nochmal, so geht das, wenn man überarbeitet und im Stress ist, dann fängt das so an. Also nochmal, das war nicht Dometic, sondern wir haben uns das vom Von Obelink geholt. Obelink, genau. Und das wurde uns tatsächlich empfohlen. Wir wollten uns eigentlich das Dometic holen. So komme ich da drauf, aber weil wir haben ja auch ein Dometic-Vorzelt von Dometic. Ja, so wie gesagt, ich bin wirklich urlaubsreif. Also Wir brauchen Urlaub, Leute. seht's Merkt ihr, mir ne? bitte nach. Also wir haben ein Dometic Ace Air Pro 400S Luftvorzelt von Dometic und das ist wirklich gut und damit sind wir sehr zufrieden. Deswegen hatten wir überlegt, auch dieses Sonnenro. Sonnensegel zu kaufen, haben wir aber nicht gemacht. Wir haben uns dann für das von Obelink entschieden. Genauso ist das. Und das werden wir in diesem Kurzurlaub werden wir das aufbauen. Und mit etwas Glück finde ich dann auch meine Sprache wieder und kann dann auch ein halbes vernünftig zusammenhängende Sätze sagen. Werde auch versuchen, ein bisschen langsamer zu sprechen. Und bis dahin, wie gesagt, nochmal ein kurzer Blick. Also ihr seht, noch ist hier ein bisschen Chaos. Chaos, aber wir arbeiten dran. Chaos wird beseitigt. Und morgen früh geht's los. Und wir nehmen euch dann natürlich mit von dem Moment, wo wir hier losfahren, bis wir auf den Campingplatz ankommen. Werden euch dann auch einige schöne Videos aus dieser Gegend zeigen. Ja, wir haben da echt ein paar schöne Sachen rausgesucht und da sind wir mal gespannt, wie er die auch so findet, ne? Genau so ist das. Also wir fahren ins Veluwe, so nennt sich diese ganze Region. Die ist unfassbar schön. Und da werden wir euch einiges zeigen. Wir werden euch den Campingplatz vorstellen, weil der ist wirklich auch schön groß. Da gibt es auch Ferienwohnungen und sowas drin. Also auf jeden Fall eine ganze Menge zu sehen und das werden wir euch auch zeigen. Und eventuell, wie gesagt, auch unser Sonnensegel aufbauen und euch auch davon dann ein entsprechendes Video zeigen. Und ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine schöne Reise. Wir freuen uns jetzt erstmal auf den Urlaub und wir freuen uns, euch Genau. mitzunehmen. So, die Arbeiten sind getan.
irgendwie ist das immer noch anstrengend, wenn man den Wohnwagen dran hängt, ne? Das ist richtig. Eigentlich hat man alles soweit vorbereitet, wobei diesmal natürlich, haben wir ja schon gesagt, relativ kurzfristig, aber nichtsdestotrotz, da muss trotzdem noch alles rein, die Stützen müssen rein, allein das Hallentor offen zu machen und so weiter, das ist immer eine ganze Menge Zeitaufwand, die das noch kostet, aber jetzt geht es los. Gott sei Dank, kann ich nur dazu sagen, weil wir sind sowas von urlaubsreif. Ja, das haben wir ja schon gesagt, also es sind, liegen 309 Kilometer liegen vor uns. Und das Navi sagt, roundabout, jetzt muss ich rechnen, 3,5 Stunden, also das natürlich mit dem Auto. Eine Geschichte ist dabei, also direkt schon noch in Deutschland haben wir die ersten Staus, 30 Minuten ungefähr. Also ich gehe mal davon aus, dass wir ungefähr 5 Stunden fahren werden, aber ja, wir werden sehen. Jetzt geht's auf jeden Fall los und wir freuen uns tierisch. Auf jeden Fall. Auf geht's. Jawohl. Yeah! So, und da waren sie wieder, unsere drei Probleme. Stau, Stau und Stau. Und was lernen wir daraus? Also wir sind bis Köln gekommen tatsächlich. In Köln stehen wir jetzt das erste Mal im Stau. Und wir zeigen euch jetzt mal so ein paar Bilder davon, wie das aussieht. Also letztendlich ist das die Autobahn so unfassbar voll. Trotz Feiertag. Und mein Trick hat wieder einmal geklappt. Welcher? Sabine wollte eigentlich gestern losfahren, also auf den Donnerstag. Und ich habe gesagt, oh Mann, Donnerstag vor Ostern ist der mega Anreiseverkehr. Und Freitag am Vormittag wird das noch in Ordnung sein. Und Resultat? Es hat funktioniert. Ha, ha. Da. Ja. Der Stau. Ja, das sieht auf jeden Fall nicht gut aus. Also von der Seite aus gesehen, in Holland dann auch. Ich zeige dir gleich mal so ein bisschen Ausschnitt von meinem Navi, dann könnt ihr das auch sehen. Da sind so unfassbar viele Staus. Ja. Aber es sind auch unfassbar viele Menschen auf der Straße unterwegs. Und jeder will in den Urlaub, ist ja auch nachvollziehbar. Und für uns geht es jetzt erstmal weiter, quer durch den Stau, dann irgendwann mal tanken und dann hoffentlich in die Niederlande und dann gucken wir mal, wie es da drüben aussieht. Ne? Ja, haben wir eh keine andere Wahl. Genau so ist das. Alles wird gut. Genau, ist Urlaub. So, das ist der unangenehme Teil, aber wir müssen definitiv vor Holland nochmal tanken. Kleiner Blick auf die Zapfsäule. 2,25 Euro für E10. Ich meine, Autobahnraste, was willst du machen, ne? Irgendwo muss der Sprit herkommen, aber ganz ehrlich, das ist schon echt übel. Ich wollte noch mal kurz reingucken, wir haben unseren Tisch nicht runtergemacht. Normalerweise sollte man den Tisch vor der Fahrt runter machen. Mal einmal reingeguckt, ob der umgefallen ist. Nein, der steht einwandfrei. Dann werden wir den jetzt gleich noch mal eben runter machen. Dann bin ich nämlich auf Nummer sicher. Während der Fahrt sowieso noch einmal reingeguckt, ob irgendwas passiert ist, irgendwelche Türen offen gegangen sind oder so. Haben wir noch mal ins Badezimmer geguckt, nach der Badezimmertür, wird ein bisschen dunkel. Oh, alles einwandfrei. Besser geht's nicht. Also die Fahrt läuft planmäßig. Dann werde ich jetzt direkt mal den Tisch runterlassen und dann melden wir uns gleich noch mal. Sabine holt nämlich lecker Würstchen. Und wie immer die obligatorische Bockwurst. Genau so ist das, kleine Stärkung zwischendurch. Das haben wir jetzt auch, glaube ich, nötig. Ne? Ich habe echt Hunger. Ich die ganzen Staus und ein ganz großer kommt noch. Und deswegen haben wir uns auch sicherheitshalber noch mal einen Kaffee von der Tanke geholt. 4,90 Euro, ne? Urlaub. Genau. Alles gut. Hauptsache weg. Genau so ist das. Und weiter geht's. Jawohl. So, noch sage und schreibe 1,2 Kilometer und wir sind da. Yeah, wir haben die Staus hinter uns gebracht. Genau so. Immerhin. Das war schon kernig, ne? Also heute war schon unangenehm, das kann man tatsächlich so sagen. Also ich bin auch nicht besonders begeistert davon, also da müsste ich lügen. Ja. Muss den jetzt hier rein, 250 Meter, hier noch nicht. Also die Straßen sind hier auch relativ eng und
Die Zufahrt zum Campingplatz, ich meine, da ist er schon mal ausgeschildert. Das ist auch auf der anderen Seite. Gut, wenn Sabine jetzt mal, jetzt drehen wir die Kamera um, dann kann man das mal zeigen. Und jetzt geht's hier rein und dann drehen wir um. Sind wir auch gleich da. Also das sieht schon klasse aus. So. Hier ist die Zufahrt zum Campingplatz und direkt neben dem Friedhof, auf der rechten Seite ist ein Friedhof. Soll mich das jetzt fröhlich stimmen oder? Nee, aber ich meine, das ist verwunderlich, dass ein Campingplatz direkt neben dem Friedhof liegt, sieht man auch nicht so oft. Ja, direkt daneben ist der ja wohl anscheinend nicht, oder? Ja, wir haben noch 450 Meter zum Campingplatz. Na gut. Junge, wie fährst du denn? Naja, so, also hier sieht man es, ne? Hier ist direkt der Friedhof auf der rechten Seite. Und jetzt kommen wir zum Campingplatz. Und wie gesagt, nach den ganzen Staus und so weiter sind wir jetzt auch echt froh, wenn wir da sind. Ja. Dann wird aufgebaut. Ja. Mal gucken. Ich hoffe, da bleibt trocken. Und im Moment, wir haben jetzt Glück gehabt. Wetter war tatsächlich zwischendurch, war Wetter tatsächlich nicht ganz so schön. Ja, wobei man sagen muss, in Deutschland, ne? Hier in Holland oder in Niederlande. Da ist das. Ist es trocken. So, hier ist die Zufahrt. Okay. Die auch nicht so wahnsinnig groß ist. Okay, muss ich jetzt da reinfahren? Ich bin nicht so hundertprozentig sicher, das ist so, das ist so klein. So schaut sie aus. Also ich filme euch das jetzt mal mit der Hand, weil ich will mich jetzt mal anmelden gehen. Also Sonntag ist geschlossen, wenn ihr hinkommt. Das nur mal so nebenbei. Hier geht's rein. Also das sieht tatsächlich klasse aus. Und da winkt mir schon jemand. Da werde ich jetzt mal reingehen und uns anmelden. Und dann gucken wir mal. Also sieht auf jeden Fall klasse aus. Wir freuen uns. So, jetzt geht's rein. Und ich sag mal so, die Schranke. Oh Mann, was, jetzt kommt man einer entgegen. Na Junge, da musst du gleich mal gucken, wo du hinfährst. Ja, eine Parklücke. Ja, viel anderes übrig bleiben wird ihm nicht. Aber die Schranke ist auf deiner Seite. Nee, auf meiner Seite ist auch eine. Je nachdem, wo man rein rausfährt. Auf jeden Fall ist das hier ordentlich eng. Ja, du musst da reinfahren. Wo soll ich hin? Wo soll ich mit meinem Wohnwagen um die Ecke fahren oder was? Ich muss da rein. So, das ist die Schranke. Wir haben ein bisschen geschnitten. Ich musste mich ein bisschen aufregen, weil mir einer entgegengekommen ist. Deswegen nicht wundern. Ich dachte, das ist hier alles ein bisschen eng. Muss ich Spiegel reinfahren, hä? Huh? Ich muss aber sehen. Okay. Haben die Schweine hier? Ja. Okay. So, die Schranke geht auf. Jetzt gucken wir. Du musst mal damit in den Spiegel gucken. Ich guck. Alles gut. Oh, das ist ganz schön eng. Alles gut, alles gut, alles gut. Hey, geschafft. Jawohl. So, und was jetzt? Jetzt fahren wir geradeaus weiter, bis wir zu den bis wir zu den Sanitärgebäuden kommen. Okay. Wir müssen euch so stören, dass ich da nicht durchfahren kann. Oh Mann. Also der Platz, man sieht es jetzt hier, sieht schick aus. Hier sind die Mobilheime, ne? Mobilheime, genau so ist das, die man mieten kann. Da kommen Erinnerungen hoch, ne? Wir hatten auch tatsächlich früher mal ein Mobilheim. Aber ich glaube, das, ich weiß gar nicht, ob man die mieten kann oder ob die nicht irgendwie, ne, hier steht zum Beispiel dran zu vermieten. Ich denke mal, dass die im Privatbesitz sind, aber dass man von einigen Privatleuten die Dinger dann mieten kann. Ja. Schätze ich mal. Aber so sieht es hier gut aus. Hm. Jetzt warten wir mal, wie unser Platz aussieht. Das ist alles viel weitläufiger, als ich das. Das muss hier sein. Das sind die Sanitärgebäude. Sieht so aus, ja. Okay, oder auch nicht. Nein, hier nicht richtig sein. Das ist eine Sackgasse, Schatzi. Hier ist 74, da muss das hier sein. Da. Ach so. Da muss da drin sein. Du hast nicht gesagt, welche Nummer oder wo lang. Was ist das hier sehr eng? Ihr könnt nicht nach hinten gucken. Wenn ihr jetzt nach hinten gucken würdet, dann würdet ihr sehen, wie eng das hier ist. Also das ist alles
Hier ist 73 hier. Und 72, hier sind wir richtig. Aha. Wir können uns einen von den beiden aussuchen. So. Ich nehme euch jetzt mal mit raus. So schaut das aus. Da sind, ist Beton unten drunter. Da kann man das Vorzelt hinstellen. Dahinter stehen dann die Wohnwagen. Da haben sie extra nochmal für die beiden Reifen nochmal zusätzlich so Asphaltflächen gemacht. Dann steht der gerade. Also die ist tatsächlich gut. Und dann haben hier auf der Seite haben wir dann Wasser und Abwasser. Also auch das ist gut. Wobei man nur einen Wasseranschluss hat und ich die Vermutung habe, wir wollen ja unseren City-Wasseranschluss anschließen. Ich werde den da dran machen und eventuell werde ich dann, falls noch ein Nachbar kommt, werden wir dann wieder anders arbeiten müssen. Also das ist nicht so gut gelöst. Normalerweise wäre natürlich schöner gewesen, wenn man einen eigenen Wasseranschluss gehabt hat. Aber da noch kein Nachbar da ist und ich immer noch die Hoffnung habe, dass auch keiner kommt, lassen wir uns mal überraschen. Jetzt wird erstmal aufgebaut, ne? Ja. Genau so sieht das aus. Also ihr seht das hier, das ist mitten im Grün. Echt schön, ne? Ja, idyllisch, cool. Das kann man wirklich sagen. Windmühle, typisch holländisch. Ja, der Rasen ist richtig schön gepflegt. Die einzelnen Flächen, wie gesagt, für die Fortsätze sind dann immer asphaltiert. Das finde ich klasse. Ja. Also das haben sie echt gut gemacht. Sieht super aus. So, in dem Sinne, jetzt geht's los, ne? Yay! Hopp auf. So, schaut's aus. Wir sind angekommen. Wohnwagen steht. Ist ausgerichtet. Strom ist dran. Wir haben hier hinten Wasser und Abwasser angeschlossen. Da jetzt noch kein Nachbar da ist, können wir uns unser City-Wasseranschluss nutzen. So schaut das hier aus. Also alles schön sauber und ordentlich. Und alles weitere zu dem Platz gibt es in unserem Platzvorstellungsvideo. Aber das gibt es beim nächsten Mal oder vielleicht auch beim übernächsten Mal. Der Platz ist auf jeden Fall sehr schön. Und wir freuen uns schon darauf, euch den vorstellen zu können. Da ist das Sanitärhaus. Aber mehr sage ich jetzt auch nicht. Wir sind froh, dass wir da sind. Ich habe jetzt auch Hunger. So, wir sind angekommen. Der Mäulebark. Der Campingplatz in Holland. Ich wollte gerade sagen, hä? Ja, stimmt. Ja, und alles ist aufgebaut, ist tatsächlich relativ schnell gegangen. Der Vorteil ist hier, die Plätze sind tatsächlich schön gerade. Ja. Werden wir nochmal speziell darauf eingehen, wenn wir unser Platzvideo machen. Und die Aussicht, ne? Ich meine, okay, wir haben ein paar Nachbarn, aber da hinten wird der Himmel langsam blau. Und man guckt direkt ins Grüne, das ist schon echt schön. Wir haben den Kaffee auf dem Tisch stehen, elektrischen Kuchen. Und dementsprechend werden wir jetzt das Video, das erste, damit abschließen. Also wir haben eine gute Anreise gehabt. Alles Weitere, wie es hier ist, wie der Platz ist, da machen wir ein spezielles Video drüber. Mhm. Wie die Gegend ist, das zeigen wir euch auch sehr, sehr gerne. Denn hier gibt es wirklich einiges zu sehen. Das haben wir uns im Vorfeld schon mal alles genau angeguckt. Das wird gut. Und da freuen wir uns schon richtig drauf. Und dementsprechend, wenn ihr Lust habt, ihr wisst ja, wie es geht, einen Daumen hoch auch für dieses Video. Da freuen wir uns natürlich drüber. Noch mehr freuen wir uns, wenn ihr unseren Kanal abonniert. Wenn die Leute Glocke läutet. Also, das hatten wir schon mal in einem anderen Video tatsächlich. Ihr merkt gerade, wir sind wirklich urlaubsreif. Also, wie gesagt, abonniert unseren Kanal, läutet die Glocke und dann verpasst ihr kein neues Video mehr. Und wir danken euch schon mal im Vorfeld, dass ihr dabei gewesen seid. Hoffen, ihr bleibt uns gewogen und freuen uns schon darauf, euch in unserem nächsten Video begrüßen zu können. Und bis dahin, alles Gute von den Vagabunden. Genau. Tschüss. Tschüss. Thank you.